So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind fast mit den B-Bäumen durch. Das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Das Arbeitspferd schlechthin, wenn es um große Datenmengen geht, in Datenbanksystemen aller Art. Natürlich nicht speziell jetzt in dieser einfachen Version, wie ich sie hier vorstelle, sondern in der Realität wäre es schon noch mal ein bisschen komplizierter als hier gedacht oder in anderen Varianten, beispielsweise, dass dann die Schlüsselwerte alle nur in den Blättern drin sind, beziehungsweise die eigentlichen Schlüsselwerte sogar, beziehungsweise die Daten, die dazugehören, ausgelagert sind und noch ein Verweis auf die Daten im Baum drin ist und solche Sachen. Aber das sind alles Kleinigkeiten. So wie das Konzept verstanden ist, sollte es überhaupt kein Problem sein, auch entsprechende Variationen dieser Datenstruktur B-Bäume zu verstehen, auch später beispielsweise, wenn es in Richtung Computergrafik, zweidimensional, dreidimensionale Daten geht oder in andere Richtungen, Strukturdatenbanken oder ähnliches. Das grundlegende Verständnis, was Sie brauchen, um die Organisation jedweder Art auf einem Hintergrundspeicher zu verstehen, von großen Datenmengen, das sind im Wesentlichen die B-Bäume. Und wenn Sie dieses Verständnis haben, dann sollte alles andere auch leicht zu erschließen sein. Entweder in den entsprechenden Vorlesungen oder wenn Sie damit konfrontiert sind, sich das selber zu erarbeiten. So, B-Bäume nochmal, das sind Vielwegbäume, wo jeder Knoten eine gewisse Maximalzahl von Schlüsselwerten hat. Das heißt also, so viel Platz ist reserviert nach der Ordnung, die per Konvention so definiert ist, dass wir 2 mal Ordnung minus 1 Schlüsselwerte drin haben, entsprechend 2 mal Ordnung Nachfolger. Und wir haben schon gesehen, es ist sinnvoll, die Ordnung so zu definieren, abhängig von den Gerätekonstanten, dass gerade ein Knoten auf eine Seite passt, die zwischen Vordergrundspeicher und Hintergrundspeicher transferiert wird. Diese 2 anderen Punkte sind jetzt nicht natürlich in der Datenstruktur implementiert, so wie der erste Punkt. Der erste Punkt, da sagen wir einfach, wie groß das Array sein soll, in dem die Schlüsselwerte drin sind, drin gespeichert werden sollen. Diese beiden Punkte müssen durch die Einfüge- und Löschoperation realisiert werden, müssen garantiert werden. Und wir haben auch schon gesehen, warum diese beiden Punkte wichtig sind. Weil damit garantiert ist, selbst ein Baum, selbst ein B-Baum mit einer Höhe, die einstellig ist, kann unglaubliche Datenmengen speichern, kann im Grunde das speichern, was wir heutzutage an Datengrößen haben im Terabyte, Petabyte-Bereich oder so etwas. Und auch wenn es da noch weitere Größenordnungen weitergeht, ja, selbst wenn wir dann nochmal Faktor 1000, nochmal Faktor 1000 mehr an Daten zu speichern haben werden im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, das bedeutet, dass die B-Bäume, die dafür notwendig sind, deren Höhe nur additiv wächst, ja, dass nicht mehr 9 ausreicht, sondern 10 oder 11, um einen Faktor 1000 nochmal wieder aufzufangen. Also eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Zum einen Glück, dass das so funktioniert. Wir haben auch schon das Einfügen ganz erledigt. Wir haben alle Fälle gesehen, die erwähnenswert sind und haben auch gesehen, dass wir da Operationen durchführen müssen, um zu gewährleisten, dass die zweite und die dritte Invariante für B-Bäume allgemein tatsächlich eingehalten werden. Das ist die Split-Operation. Wenn wir an einem Knoten vorbeikommen, der schon voll ist, wo nichts mehr reinpasst, kein weiterer Schlüsselwert, dann, bevor wir dahin absteigen, müssen wir den Knoten aufsplitten in 2 Knoten, die entsprechend so viele Schlüsselwerte haben, wie hier gesagt wird. Wir haben gesehen, das geht gerade so genau richtig auf, wenn wir einen Schlüsselwert hochziehen in den Knoten darüber, sodass wir dann also tatsächlich immer problemlos, wir wissen, wir werden dann am Ende Platz haben in einem Blatt, dort, und zwar in dem Blatt, wo wir hin müssen. So, löschen haben wir uns noch nicht angeschaut, damit werden wir heute B-Bäume beenden. Das ist ziemlich in gewisser Weise
analog, spiegelsymmetrisch, wenn man so will, in gewisser Weise die Umkehroperation, auch was das Reparieren angeht. Wir hatten hier beim Einfügen immer gesagt, wir sorgen dafür durch die Split-Operation, dass unser Laufpointer auf keinen Knoten zeigt, der voll ist, der am oberen Anschlag ist mit der Anzahl der Schlüsselwerte. Hier müssen wir natürlich dann dementsprechend dafür sorgen, dass kein Knoten, den wir auf dem Weg besuchen, nicht leer ist, das nicht, aber abgesehen von der Wurzel nicht mindestens so viele Schlüsselwerte hat, wie die Invariante hier oben gesagt hat. Um das zu erreichen, müssen wir auch entsprechende Operationen durchführen, mit denen wir auf dem Weg die Situation reparieren, sodass wir dann am Ende einen Schlüsselwert entfernen können. Das wird so ähnlich laufen, das werden wir gleich sehen, wie bei binären Bäumen, wo wir ja nicht den Knoten entfernt haben, den wir eigentlich entfernen wollten, sondern wir haben einen anderen Knoten entfernt und dessen Schlüsselwert dann in den Knoten reingeschrieben, wo wir den Schlüsselwert eigentlich löschen wollten. Das werden wir gleich sehen, dass das völlig analog auch hier der Fall ist. So. Dann fangen wir mal an mit dem ersten einfachen Fall aus einem B-Baum etwas zu löschen. Ist momentan kleine Schriftgröße, aber wir gehen ja da immer dann auf Ausschnitte. Wir wollen die 93 entfernen. Wo ist die 93? Da hinten. Sie sehen schon, das ist kein Problem, die 93 zu entfernen, denn danach wird der Knoten noch zwei Schlüsselwerte enthalten. Ordnung ist 3, Ordnung minus 1 ist 2. Passt, auch dieser Knoten hat hinterher immer noch ausreichend viele Schlüsselwerte. Deshalb ist das der einfache Fall. Wir gehen also los, unseren Weg zu dem Knoten, wo die 93 drin ist, und finden den, löschen einfach und sind fertig. Ganz einfach, logisch. Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Wenn das nicht der letzte Knoten, der letzte Schlüsselwert hier in aufsteigender Sortierreihenfolge gewesen wäre, sondern wenn wir vielleicht die 85 hätten löschen wollen, dann hätten wir natürlich hier noch die 91 nach vorne schieben müssen und die 93 nach vorne schieben müssen, so wie Sie das vom allerersten Live-Coding mit dynamischen Arrays gesehen haben, dass man da irgendwo in der Mitte oder am Anfang ein Element löscht und es bleibt weiterhin so, dass die Werte kompakt von links nach rechts die Schlüsselwerte gespeichert sind in dem Knoten und aufsteigende Sortierung bewahrt bleibt. So, das ist der einfache Fall oder der ganz einfache Fall. Jetzt kommt ein nicht ganz, aber immer noch einfacher Fall, wo auch noch keine Reparaturmaßnahmen notwendig sind. Sie sehen, ich muss mir aber trotzdem die dichterische Freiheit nehmen, hier ein bisschen den Baum zu kürzen. Das heißt also, wir haben oben noch eine Baumstruktur, die sich natürlich nach links und nach rechts noch weiter ausdehnt, auf derselben Höhe wie das, was Sie hier sehen als Ausschnitt des Baums, ist alles in diesem kleinen Kreis sozusagen ja, repräsentiert. Und hier die weiteren Nachfolger, die hier uns nicht weiter interessieren, habe ich auch nur angedeutet. So, wir wollen jetzt die 47 entfernen und Sie sehen, was das Problem ist. Die 47 ist nicht in einem Blatt. Analoge Situation zu dem Fall, den wir bei binären Bäumen haben. Wir können nicht einfach die 47 rausschmeißen aus diesem Knoten. Was die Anzahl der Schlüsselwerte diesem Knoten angeht, reicht das noch. Ja, es bleiben immer noch zwei Schlüsselwerte übrig, die Invariante ist erfüllt. Aber wir haben ja die grundlegende Invariante von solchen Vielwegbäumen, dass die Anzahl der Nachfolger gleich 1 mehr ist als die Anzahl der Schlüsselwerte. Wenn ich hier einen Schlüsselwert rausschmeiße, müsste ich auch gleichzeitig einen Nachfolger noch rausschmeißen. Und das ist natürlich nicht der Sinn einer Löschoperation, dass man mehr als nur den einen Schlüsselwert löscht, den man eigentlich als Parameter angegeben hat für die Methode. Also müssen wir das ein bisschen anders operieren. Und
da greifen wir auf die Idee von binären Suchbäumen zurück. Wir gehen weiter runter, bis wir auf den unmittelbaren Vorgänger oder Nachfolger, ist egal. In diesem Bild hier habe ich den unmittelbaren Vorgänger gewählt, in Sortierreihenfolge. Das hatten wir schon beim binären Suchbaum besprochen, wo man den unmittelbaren Vorgänger findet. Man geht einmal nach links, also links, rechts, es passt jetzt hier natürlich nicht mehr, weil wir nicht binäre Bäume haben, wo es nur ein links und rechts geht. Man nimmt sich also links von der 47, von dem Wert, den man löschen möchte, nimmt man sich den Nachfolger her und geht von da aus dann immer so weit rechts wie nur irgend möglich und kommt dadurch an diesen Schlüsselwert ran, der natürlich auch hier der rechteste, der größte in diesem Blatt ist. Warum ist das der unmittelbare Vorgänger der 47? Gut, in dem Beispiel ist es klar, dass das der unmittelbare Vorgänger sein muss, aber ganz allgemein ist dieselbe Argumentation wie bei binären Suchbäumen. Sie haben in diesem Teilbaum sind nur Sachen drin, die kleiner gleich der 47 sind. Und was hier noch kleiner als die 47 ist, das ist so weit links, dass es für die Frage des unmittelbaren Vorgängers gar keine Rolle spielt. Das ist ja noch kleiner als das, was in diesem Teilbaum drin ist. Und was ist in diesem Teilbaum, den ich ja teilweise hier nur mit den Kreisen angedeutet habe, was ist in diesem Teilbaum der kleinste Schlüsselwert? Naja, von hier aus muss es ja wohl da lang gehen, weil die Schlüsselwerte und diese Nachfolger, das ist ja alles kleiner gleich 27 und hier ist alles größer gleich 27, also hier lang, selbe Argumentation, größer gleich 40, hier lang und hier dann der größte Wert. Wir können uns immer sicher sein, dass wir auf die Art und Weise den größten, kleineren Wert finden. Und natürlich könnten wir das Ganze auch spiegelsymmetrisch machen, einmal rechts von der 47 eins runtergehen und dann immer nach links, ist Jacke wie Hose. Wobei diese Variante natürlich den Vorteil hat, dass ich einfach hier am Ende den größten Wert einfach rauslöschen kann, ohne hier drin noch was umarrangieren zu müssen in dem Knoten. Und was machen wir ja? Wir haben die 46 gefunden und schreiben die 46 hier oben rein und hier unten löschen wir die 46. Und die Struktur hat sich überhaupt nicht geändert, das heißt, die ganzen Invarianten, die ja die Struktur beschreiben, die Anforderungen an die Struktur sind erhalten geblieben und auch die Suchbaumeigenschaft ist erhalten geblieben. Hier, was rechts ist, das ist größer gleich der 47 gewesen, natürlich erst recht größer gleich der 46 und das, was hier links ist, dadurch, dass wir in dem linken Teilbaum den größten Wert genommen haben, ist das natürlich kleiner gleich diesem größten Wert in diesem linken Teilbaum. Kleiner gleich der 46 und natürlich erst recht ist das, was hier noch links von hier in diesem Kreis nur angedeutet ist, was da noch an Baumstruktur ist, auch kleiner gleich. Die Suchbaumeigenschaft aufsteigende Sortierung ist weiterhin erfüllt. Diese, vielleicht noch mal ganz kurz, diese Invarianten, die Sie da sehen, sowohl für die B-Bäume, ja, mindestens so und vier Knoten, alle Blätter auf gleicher Höhe, wie auch für die Methoden. Wir steigen erst ab zum Einfügen, wenn der Knoten nicht voll ist, oder wir steigen erst ab zum Löschen, wenn der Knoten nicht am unteren Anschlag ist mit Anzahl Schlüsselzahl. Das ist etwas, wenn Sie Fehler in Ihrer Methode haben, dann werden Sie sicherlich Fehlerausgaben machen, sich die Daten, die relevanten Daten herausschreiben auf dem Bildschirm oder in einen Log-File, in eine Log-Datei oder wohin auch immer und sich dann die Werte ansehen, um festzustellen, wo ist jetzt welcher Fehler passiert. Was für Werte werden Sie dann rausschreiben? Das werden dann, wenn Sie erfolgreich sein wollen, um zu verstehen, wo da jetzt was falsch gelaufen ist, was werden Sie da rausprotokollieren? Die Werte, die in eine Invariante angesprochen werden. Sie werden überall schauen, ob das mit der Suchbaumeigenschaft nicht verletzt wurde, mit der Größe
mit der Anzahl der Schlüsselwerte in den Knoten und so weiter. Ja, das ist die Gedanken, die Sie sich machen, um festzustellen, beim Mitprotokollieren von Werten, um festzustellen, warum die Methode jetzt falsche Werte liefert oder ganz falsch läuft. Das sind im Grunde die Gedanken, die in der Invariante verschriftlicht worden sind. Das heißt, auch hier wieder ein Punkt, dass es immer sinnvoll ist, sich über Invarianten Gedanken zu machen, denn das ist es, was die Korrektheit der Methode und die konsistenten Zustand des Baumes tatsächlich beschreibt. Und wenn Sie feststellen wollen, warum nach so und so viel Einfügung und Löschoperation Ihr Baum nicht mehr irgendwie offensichtlich nicht mehr konsistent ist, vielleicht so konsistent, dass die nächste Einfügeoperation abstürzt oder in eine Endlosschleife geht, oder nur so inkonsistent, dass die Daten, die rauskommen, falsch sind, dann werden Sie bei den einzelnen Durchläufen durch die Einfüge- und Löschoperationen, durch diese Schleifen, genau das mitprotokollieren wollen und durchdenken, was die Invariante sagt. Ob Sie sich das bewusst machen oder nicht, aber es wird genau das sein, wenn Sie erfolgreich sein wollen beim Fehlerfinden. So, das war jetzt der einfache Fall, wo noch keine Reparaturmaßnahmen notwendig waren an der Struktur. Jetzt ein Fall, der erste Fall, wo eine Operation notwendig sein wird, an der Struktur, um hinterher die Invarianten vom B-Baum wieder zu garantieren. Wir wollen die 97 löschen und Sie sehen hier das Problem, dass die 97 nicht aus diesem Knoten rausgelöscht werden darf, weil dann die Invariante nicht mehr erfüllt ist, dass mindestens bei Ordnung 3 mindestens 2 Schlüsselwerte in jedem einzelnen Baumknoten, abgesehen von der Wurzel, sein muss. Also muss da was passieren. Jetzt steht der Laufpointer auf diesem Vorgängerknoten und wir steigen nicht ab, sondern wir reparieren erst einmal, um dafür zu sorgen, dass wir hinterher die 97 löschen können und es bleiben in jedem dann vorhandenen Knoten noch genug weitere Schlüsselwerte übrig. So, gucken wir uns die Sache wieder näher an. So, die Farbgebung kennen Sie schon vom letzten Termin. Da war es so, dass wir einen vollen Knoten hergenommen haben, die Knoten darin mit diesen Farben markiert haben und dann zusammengefügt haben und dann auseinander dividiert haben, sodass das im Grunde das Ergebnisbild war beim Einfügen. Und das machen wir jetzt umgekehrt. Nennt sich dann Merge, verschmelzen, Split, aufteilen, Merge, verschmelzen. Wir haben hier einen Knoten und hier einen Knoten und hier einen Schlüsselwert dazwischen. Der interessiert uns eigentlich, aber mit dem alleine können wir die Reparatur nicht durchführen. Wir brauchen ein Geschwisterchen auf gleicher Ebene, gleich daneben und den Schlüsselwert dazwischen und machen dann die Operation rückgängig. Zwei Geschwister und können jetzt, da die 97 wollen wir löschen, können jetzt die 97 einfach aus dem aufsteigenden Array hier löschen. So, also wenn Sie noch die Split-Operation vom letzten Mal im Kopf haben, dann sollten Sie diese Bilder jetzt nicht ganz überrascht haben. Es ist einfach sozusagen genau umgedreht, genau die Umkehroperation. So, das ist die Situation vorm Split. Ich habe Ihnen da natürlich noch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich habe noch einen Punkt unterschlagen, nämlich warum ich das eigentlich so machen kann, hier dieses Merge, denn wenn Sie sich mal anschauen, hier haben wir auch nur 2 Schlüsselwerte in diesem Geschwisterknoten drin. Und das ist offensichtlich essentiell, damit ich diese Merge-Operation anwenden kann. Denn wenn ich jetzt Merge anwende und ich hätte jetzt hier mehr als 2 gelbe Schlüsselwerte und die anderen habe ich ja auch alle, dann wird der Knoten natürlich übervoll. Das heißt, ich kann dieses Merge nicht immer anwenden,
sondern ich kann es nur dann anwenden, wenn ich einen Geschwisterknoten habe, direkt daneben, also nur getrennt durch einen Schlüsselwert hier oben. Könnte natürlich auch nach rechts gehen, wenn das nicht gerade hier der letzte Schlüsselwert hier oben wäre. In dem Fall haben wir nur links ein Geschwister, aber der hier zum Beispiel hätte zwei Geschwister, den rechts und den links. Hier haben wir nur den einen zur Auswahl. Aber wenn der auch nur einen einzigen Schlüsselwert mehr hätte, würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Kein Problem, denn in dem Fall, dass der Geschwisterknoten ein Element mehr hat, ein Schlüsselwert mehr hat, gibt es noch eine andere Operation, die dann funktioniert. Die nennt sich Rotieren, Rotate. Und die sehen wir uns jetzt auch an einem kleinen Beispiel an. Was wollen wir jetzt? Die 48 wollen wir entfernen. Gehen wir erstmal ein bisschen größer. Wo ist die 48 hier? Sie sehen jetzt hier das Problem. Hier die 48 kann ich wieder, wie eben im letzten Beispiel, nicht einfach rausnehmen aus dem Knoten, weil da nicht mehr zwei Schlüsselwerte in diesem Knoten drin sind. Ist die Invariante verletzt und damit wäre dann diese schöne Höheneigenschaft nicht mehr garantiert. Gucken wir nach links und nach rechts und sehen in beiden Fällen, es sind mehr als zwei Schlüsselwerte drin, das heißt weder mit dem linken noch mit dem rechten Geschwisterknoten können wir eine Merge-Operation durchführen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, wie wir das in so einem Fall reparieren können. Nämlich, wir gehen erstmal wieder wie üblich hin, stellen fest, das geht nicht, links geht nicht Merge, rechts geht nicht Merge. Also machen wir ein Rotate. Und Sie sehen schon mal hier durch die Farbgebung, natürlich ist wieder, also wir haben erst einmal den rechten Geschwisterknoten ausgesucht. Wir können das Ganze auch mit dem linken machen, ist egal. Wir haben uns den rechten ausgesucht und Sie sehen, dieser Schlüsselwert hier oben und dieser Schlüsselwert hier spielen dabei eine tragende Rolle. Die werden beide woanders hingeschoben, nämlich der gelbe hier wird runtergeschoben, damit wir hier Möglichkeit haben, einen Schlüsselwert zu löschen. Jetzt ist da oben eine Vakanz hier, wo die, wenn wir die 70 hier runterschieben. Also schieben wir die 77 nach oben und da wir eben nicht in dem Fall sind, wo ein Merge anwendbar sind, da wir nicht in dem Fall sind, dass hier nur zwei Schlüsselwerte sind, haben wir hinterher noch ausreichend viele Schlüsselwerte für die Invariante hier drin. Also was passiert? Die 70 war hier oben, wird hier hingeschoben, die 77 wird hier hochgeschoben. Jetzt haben wir in dem Knoten, in dem wir die 48 löschen wollen, genug Schlüsselwerte, um einen zu löschen und es bleiben dann hinterher immer noch übrig. Hier sind wir nicht unter die Grenze gegangen, weil wir ja einen Knoten haben, der nicht an der unteren Grenze war. Und wenn Sie sich angucken, wie das mit der Sortierreihen, also die Struktur hat sich gar nicht geändert. Da bleibt alles beim Alten, da sind die Invarianten weiterhin erfüllt. Und wenn Sie sich angucken, vorher war da die 70, jetzt die 77, das passt mit der Sortierreihenfolge absolut. Die 77 ist kleiner gleich allem von dem, was hier noch ist, weil wir hier nun mal den kleinsten Wert genommen haben. Und ist größer gleich natürlich allem, was hier linker Hand ist und ist größer gleich der 70. Passt mit der Suchbaumeigenschaft. Die aufsteigende Reihenfolge der einzelnen Schlüsselwerte ist weiterhin erfüllt. So, jetzt können wir das Ganze noch beenden. Wir gehen jetzt runter, finden die 48, löschen die. Und in welchem Knoten war das hier? Nee, hier. Löschen die 48 und alles ist wieder okay. Alle Invarianten erfüllt. So, wir haben beim letzten Mal gesehen, beim Split, beim Einfügen, dass das nicht nur einmal passiert, also es kann durchaus sein, dass es mehrfach im Baum beim Abstieg passieren muss. Das kann natürlich hier auch passieren und es kann auch passieren, dass das wechselweise ist, mal ein Rotate, mal ein Merge, je nachdem wie die lokale Situation da gerade ist. Gucken wir uns das an einem einfachen Beispiel nochmal an. Und ich denke, damit sollte dann die Idee klar geworden sein.
Wir wollen wieder irgendwas aus diesem Baum hier löschen. Die 37 ist hier. Sie sehen die Situation. Hier können wir nicht absteigen zu diesem Zwischenknoten, weil die Invariante der Remove-Methode sagt, wir steigen erst dann zu einem Knoten runter, wenn dessen Anzahl Schlüsselwerte nicht am unteren Anschlag ist. So, der hat nur einen Geschwisterknoten und der hat mehr als zwei, das heißt in dem Fall Rotate. Split geht nicht, aber Rotate geht in diesem Fall natürlich dann immer. Also es ist eine 1-zu-1 Sache, nicht? Ich habe einen Knoten, den ich reparieren muss, der gerade am unteren Anschlag die Schlüsselwerte hat. Ich gucke auf einen Geschwisterknoten und entweder kann ich Merge anwenden, wenn er auch am unteren Anschlag ist, oder ich kann Rotate anwenden, wenn er nicht am unteren Anschlag ist. Hier ist er nicht mal am unteren Anschlag, also Rotate. Kriegen wir die 47 hier hoch, die 40 runter, können jetzt absteigen, haben jetzt wieder die Situation, da wo wir hinwollen, 37, können wir nicht rauslöschen. Nehmen wir einen von den beiden Geschwistern her, beide sind am unteren Anschlag, ist egal welchen, und machen einen Merge und können jetzt einfach die 37 rauslöschen, wie wir es bei dynamischen Arrays gesehen haben. Gut, abgesehen von der Wurzel ist damit das ganze Thema Löschen in einem B-Baum gezeigt. Das Ganze können Sie sich natürlich vorstellen, das zu implementieren ist schon ein bisschen, haarig. Also die Fehlersuche beim Implementieren ist schon ein bisschen haarig. Sowas. Das musste ich damals im zweiten Semester, habe ich als Aufgabe bekommen, als ich in der entsprechenden Lehrveranstaltung gesessen habe. Aber das muss nicht unbedingt sein. Kostet eine Menge Zeit. Man kann natürlich schon eine Menge daran lernen, vor allem Fehler finden. Wie man effektiv, effizient Fehler findet, kann man daran lernen. Aber für die AOD gibt es jetzt nicht unbedingt den Mehrwert. Bitte? So, jetzt die Wurzel, da haben wir nur beim Einfügen, beim Split hatte ich unterschieden noch zuerst den Fall, dass die Wurzel der ganze Baum ist, dass es keine Nachfolger gibt und zum zweiten dann, so wie jetzt hier, dass es Nachfolger gibt, aber ich denke, das muss man jetzt nicht nochmal diese beiden Fälle unterscheiden. Wir wollen jetzt irgendwo in Baum irgendwas löschen. Gut, zum Beispiel die 52. Es könnte natürlich auch ein Schlüsselwert sein, der hier in einem dieser Nachfolgerknoten drin ist. So, jetzt haben wir das Problem. Wir können nicht einfach runtergehen zu 52 und den löschen, weil da wieder die Anzahl der Schlüsselwerte am unteren Anschlag ist. Also, was machen wir hier? Wir können kein Rotate machen in dem Fall. Rotate ginge natürlich auch wieder ganz problemlos, wenn hier mehr als zwei Schlüsselwerte drin wären. Sind aber nicht, also haben wir ein Merge zu machen und Sie sehen, was dann passiert, dass die Wurzel verschwindet und der neue Knoten, der daraus entsteht, aus dem wir dann die 52 entfernen könnten, natürlich nicht, wir entfernen nicht die 52, sondern einen Knoten, irgendeinen Schlüsselwert in einem der Blätter, hier oder hier, und schreiben dann diesen Schlüsselwert hier rein, wie wir das eben gesehen haben, wo jetzt die 52 ist. Aber Sie sehen, das ist die eine Situation, in der die Höhe des B-Baumes um 1 schrumpfen kann. Wir haben gesehen, das ist auch wieder spiegelbildlich zum Einfügen, ein Split an der Wurzel ergibt genau die eine Situation, wo die Höhe des B-Baums um 1 wächst. Ein Merge an der Wurzel ergibt genau die eine Situation, in der die Höhe um 1 schrumpft. Dadurch, dass der Baum dramatisch mehr in die Breite als an die Höhe geht, was ja auch erwünscht ist, dadurch wird es ja typischerweise nicht allzu oft passieren, dass die Höhe des Baumes sich ändert, sondern es
In der Breite ändert sich da andauernd etwas, was ja aber kein Problem ist für die Zugriffszeiten. So, jetzt haben wir hier die 52, die wir löschen wollen, identifiziert und würden jetzt hier zum Beispiel wieder den hinabsteigen, so wie wir es eben gesehen haben, in dem einfachen Fall ohne Reparatur und würden den unmittelbaren Vorgänger finden, hier überschreiben und unten diesen Wert 50, da wo wir ihn gefunden haben, löschen in dem entsprechenden Blatt. So, damit sind wir von meiner Seite aus mit B-Bäumen ganz durch. Gibt es von Ihrer Seite aus dazu noch etwas zu fragen oder anzumerken oder zu kritisieren? Bitte? In dem Teil, was wir jetzt eben gesehen haben, in diesem Foliensatz, zurück hier. Also, wir haben jetzt hier, ich fabuliere mal, alle Blätter sind auf gleicher Höhe, das heißt, alle diese Teilbäume haben gleiche Höhe, vielleicht die Höhe 4. Ja, jeder von denen hat Höhe 4, mit der Schicht sind es 5, mit der Schicht sind es 6. Und wenn wir jetzt hier diese beiden Schichten kollabieren lassen zu einer, dann hier hat sich ja nichts geändert in den Höhen, das ist weiterhin Höhe 4 und jetzt nur noch eine Schicht oben drüber, Höhe 5. Geklärt? Okay, weitere Frage? Bitte? Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt auch die Variante, das finden Sie auch in Lehrbüchern, in einigen Lehrbüchern, wo die Anzahl der Schlüsselwerte gerade ist und die Anzahl der Nachfolger, also die Maximalzahl der Schlüsselwerte gerade ist. Ich habe mich dafür entschieden, ich glaube, dass die Operationen da ein bisschen einfacher zu verstehen sind. Da hätte der Baum dann die Ordnung genau die Hälfte der Anzahl der Schlüsselwerte. Also es gibt unterschiedliche Definitionen, je nachdem, ob man die Anzahl der Schlüsselwerte im Baum ungerade belässt, so wie hier, oder gerade belässt. Es bietet sich wahrscheinlich nicht an, das ganz offen zu halten in der Implementation von B-Bäume, weil das ja doch zwei subtil unterschiedliche Fälle ist. Da müsste man laufend dann die Implementation unterschiedlich haben beim Einfügen und Löschen, ob gerade oder ungerade für die einzelnen Operationen. Ist Ihre Frage beantwortet? Gut, noch weiteres? Okay. Wir bleiben bei Bäumen, kommen sogar wieder zu binären Bäumen zurück, aber wir verabschieden uns jetzt von Suchbäumen. Also wir werden auch in der Vorlesung, denke ich, gar nicht mehr auf Suchbäume zurückkommen, höchstens mal als Rückverweis, wenn es irgendwo sich anbietet. Aber ansonsten sind Suchbäume mit der Suchbaumeigenschaft damit für uns erledigt. Und das sehen Sie jetzt auch hier, dieser Baum, dieses Beispiel erfüllt nicht die Suchbaumeigenschaft. Ja, nach links von der 6 aus ist größer, nach rechts ist größer. Das ist nicht Suchbaumeigenschaft. Suchbaumeigenschaft ist nach links kleiner, nach rechts größer oder meinetwegen auch umgekehrt. Aber in beide Richtungen größer, das ist nicht Suchbaum. Das ist auch nicht die Aufgabe von solchen Datenstrukturen, die Sie als unter dem Namen Heap in der Literatur finden. Heap wie Haufen oder Halde. Weiß ich nicht genau, warum der Name so entstanden ist. Also unter einer Halde oder einem Haufen stelle ich mir was ziemlich Unstrukturiertes vor. Dabei sehen Sie, dass es recht stark strukturiert ist. Schauen wir erstmal auf die Schlüsselwerte, die da drin sind. Sie haben hier diese 6 und hier jeweils was Größeres. Wenn Sie hier drauf schauen, auch in beide Richtungen was Größeres. Oder kleiner größer gleich. Wenn Sie hier drauf schauen, auch jeweils was Größeres. Hier was Größeres, hier was Größeres. Je weiter Sie runtersteigen, umso größer werden die Schlüsselwerte. Das heißt, was Sie hier haben, ist der kleinste Wert, der kleinste Schlüsselwert an der Wurzel. Oder anders gesagt, was Sie immer sehr schnell abrufen können,
ist der minimale Schlüsselwert innerhalb dieses ganzen Konstrukts, innerhalb dieses ganzen Baums. Und genau darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, wie wir es, worum geht es bei Suchbäumen oder bei, wie wir es sonst gesehen haben, linearen Listen und so, Array-Listen. Da geht es immer darum, ein Element, beliebiges Element finden, beziehungsweise entscheiden, ob es drin ist, ein Element einfügen oder ein beliebiges Element löschen. Hier geht es nicht darum, sondern das ist die Standardimplementation für Prioritätswarteschlangen. Hier geht es darum, das, was höchste Priorität hat, aus schnell zu finden, ausgedrückt durch hier durch den kleinsten Schlüsselwert. Man könnte es auch umdrehen, dass oben der höchste Schlüsselwert ist. Die ganzen Algorithmen funktionieren genau gleich, nur dass kleiner und größer der Vergleich ausgetauscht werden müssen. Irgendein beliebiges Element neu einfügen, irgendein Schlüsselwert neu einfügen, aber nicht irgendein Schlüsselwert löschen, wie wir das eben gesehen haben bei B-Bäumen nochmal, sondern es geht immer nur darum, das Element hier oben zu löschen, herauszunehmen aus der Baumstruktur. Sodass Sie eine solche Datenstruktur verwenden können, das werden wir anhand von zwei Algorithmen dann noch später sehen, wenn es um kürzeste Wege und um minimal spannende Bäume geht, sodass Sie so eine Datenstruktur einsetzen können dafür. Sie packen alle Ihre Schlüsselwerte, alle Ihre Sachen, die Prioritäten haben, durch ausgedrückte Schlüsselwerte, packen Sie in diese Datenstruktur rein und nehmen immer das mit der höchsten Priorität, mit dem kleinsten oder, wenn man es umdreht, mit dem größten Schlüsselwert, nehmen immer raus, bearbeiten das, nehmen das nächste raus, bearbeiten das, nehmen das nächste raus, bearbeiten das und so weiter. So, das gibt Ihnen erstmal eine Idee, worum es hier eigentlich geht, wofür diese Datenstruktur da ist. Und wie gesagt, so wie B-Bäume die Standarddatenstruktur zur Verwaltung von großen Datenmengen in Datenbanksystemen ist, ist das hier die Standarddatenstruktur für Prioritätswarteschlangen. In der Praxis wird man häufig Variationen davon einsetzen, aber sehr, sehr häufig ist auch das die Implementation, die man einsetzt, weil diese Implementation extrem effizient, extrem laufzeiteffizient ist. Ich sollte noch eins dazu sagen. Diese Datenstruktur in dieser einfachen Form, wie ich sie Ihnen hier präsentiere, ist nur machbar, funktioniert nur, wenn Sie vorher wissen, wie viele Schlüsselwerte Sie maximal darin speichern können, werden. Das heißt, Sie müssen vorher angeben, bei der Konstruktion eines Objekts dieser Klasse im Konstruktor wäre das die übliche Weise, müssen Sie angeben, wie viele Schlüsselwerte Sie maximal da drin speichern werden und müssen sich dann daran natürlich auch halten. So. Aber wenn die Anzahl nicht vorher bekannt ist, dann können Sie natürlich damit operieren, dass Sie ein ausreichend großes Array anlegen oder notfalls die Datenstruktur so hinbasteln, dass Sie vielleicht zwischendurch mal das Array durch ein größeres Array ersetzen oder so. So, schauen wir nochmal hier oben hin. Sie sehen hier einen Baum, aber dieser Baum wird gar nicht implementiert. Könnte man machen, ist aber nicht zweckmäßig. Ist komplizierter als die tatsächliche Implementation und sicherlich auch laufzeitintensiver. Macht also keinen Sinn. Tatsächlich wird das Ganze, wie ich jetzt schon angedeutet hatte, in einem Array gespeichert. So wie hier sehen Sie die 6, 7, 31, 28 und so weiter und so fort. Und wenn Sie das mal vergleichen, hier oben, dann sehen Sie, als erstes kommt die 6, dann die 7, die 31, dann die 28. Ich gucke gar nicht ins Array rein, ich gucke einfach hier auf die Struktur. Erst kommt die 6, dann die 7, die 31, 28, F, die 4 und dann die 4. Von oben nach unten und in jeder Zeile, in jeder Schicht von links nach rechts. So sind die einzelnen Knoten, die einzelnen Schlüsselwerte im Array organisiert, in dieser Reihenfolge. Und damit das Ganze wirklich eine 1:1 Entsprechung bekommt,
müssen wir hier noch eine Anforderung stellen an die Struktur. Wir haben bis jetzt mit Datenstrukturen gearbeitet, mit binären Bäumen oder jetzt auch mit B-Bäumen, wo die Struktur beliebig Kraut und Rüben werden kann. Nicht beliebig, sondern die Invarianten müssen eingehalten werden, aber ansonsten, wenn Sie sich bei B-Bäumen vorstellen, wir haben ja gar keine Anforderungen so richtig gestellt, also das, beliebige Strukturen, die Sie mit B-Bäumen basteln können, sind okay. Aber wenn wir jetzt hier diese 1:1-Entsprechung haben wollen mit den Array-Inhalten, dann müssen wir die Struktur diszipliniert sehen und sagen, jede einzelne Schicht von oben nach unten ist voll, so wie Sie hier sehen. Die erste Schicht ist voll mit einem Element, die zweite Schicht ist voll entsprechend mit zwei, die nächste mit vier, also immer mit zwei hoch. Geht natürlich nicht immer auf, denn die Anzahl der Schlüsselwerte, die Sie speichern, ist nicht immer eine Zweierpotenz. Das heißt also, die letzte Schicht muss unvollständig bleiben und hier muss jetzt diszipliniert gesagt werden, diese letzte Schicht wird dann immer von links nach rechts aufgefüllt. So wie Sie das in diesem Beispiel sehen. Es ist also kein Zufall, wie diese Struktur jetzt hier in diesem Bild aufgebaut ist, sondern das ist immer so, jede einzelne Schicht voll bis auf die allerletzte. Und die allerletzte von links nach rechts aufgefüllt. Dann haben Sie die 1:1-Entsprechung, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, 6, 7, 31, 28, 11 und so weiter hier unten. Die weiteren Punkte hier werden wir uns gleich ansehen. Was es hier mit dem und mit dem mit der ID hier um und mit dem auf sich hat. Wir gucken uns erst einmal nur die Struktur an und gucken uns mal an, wie man in diesem Baum jetzt Operationen ausführen kann. Ich hatte gesagt, diese Datenstruktur unterstützt nicht das Löschen irgendeines Elementes. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Diese Datenstruktur unterstützt nur den Zugriff, den lesenden Zugriff und das Entfernen des obersten Knotens, des Schlüsselwertes, der in der Wurzel des Baumes drin steckt. Das ist das, was eine Prioritätswarteschlange zu leisten hat an dieser Stelle. Natürlich, also auch löschen, rausnehmen aus der Baumstruktur, um diesen Aufgabe abzuarbeiten, die diese Priorität 7 hat, Prioritätswert 7. So. Jetzt haben wir wieder das Problem, das Sie ja kennen, aus binären Bäumen, dass wir nicht einfach diesen Knoten löschen dürfen, weil die Struktur damit kaputt geht. Beziehungsweise wir löschen ja gar keine Knoten, weil das hier oben, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist nur unser Denkmodell. Das ist die Implementation hier unten, diese beiden Arrays zusammen. So, was machen wir, um diesen Knoten, um diese 7 hier rauszuschmeißen? Wir wissen, was wir machen müssen. Wir wissen ganz genau, es gibt nur eine einzige Stelle in diesem Baum, in dem ein Element gelöscht werden darf, ein Knoten gelöscht werden darf. Nämlich hier, wo die 41 drin steht. Denn wenn ich irgendeinen anderen Knoten lösche, hier oder auch zwischendrin, wäre die Eigenschaft nicht mehr erfüllt, die ich gesagt habe, jede Schicht voll und die letzte von links nach rechts gefüllt. Das heißt, wir wissen ganz genau, wir müssen die 41 löschen, was auch im Array sehr gut geht, nämlich hier das letzte Element. Gut, aber wie kriegen wir das hin, dass am Ende der Schlüsselwert 7 und nicht der Schlüsselwert 41 übrig gelöscht wird, weil wir müssen ja auch noch die Reihenfolge, das Verhältnis der einzelnen Schlüsselwerte beachten. Ja, für jeden einzelnen Knoten, das ist die Heap-Eigenschaft, für jeden einzelnen Knoten müssen links und rechts alles größer gleich sein. Wenn ich jetzt das so mache,
wie wir das kennen, die 41 hier oben hinstecke, dann ist die Hiebeigenschaft an dieser Stelle nicht mehr erfüllt. Die 41 ist nicht kleiner gleich der 11 und die 41 ist auch nicht kleiner gleich der 31. Ich habe das Beispiel so gebastelt, dass die Hiebeigenschaft gegenüber beiden Nachfolgern nicht erfüllt ist. Jetzt müssen wir wieder reparieren. Das kennen wir ja schon von B-Bäumen. Wenn wir irgendwas einfügen oder löschen wollen, müssen wir reparieren. Hier geht aber die Reparatur anders. Und zwar, aber eine ganz einfache Sache, auch innerhalb von ein paar Zeilen zu implementieren, im Rahmen einer Schleife, weil das mehrfach passieren muss, das Reparieren potenziell. 41 hat zwei Nachfolger, die 11 und die 31. Wenn ich jetzt die 41 mit der 11 tausche, so, dann ist hier alles wieder Paletti. Die 11 ist kleiner gleich der 31, die 11 ist kleiner gleich der 41. An der Wurzel ist die Verletzung der Hiebeigenschaft geheilt. Aber jetzt gucken wir da, wo wir gelandet sind, wo die 41 gelandet ist. Da ist auch wieder die Hiebeigenschaft verletzt. 28, 39, hier oben die 41 passt nicht. Machen wir wieder dasselbe. Die 28 ist kleiner als die 39, also vertauschen wir die 41 mit der 28 und dann passt es wieder. 28 kleiner gleich der 41, deshalb haben wir ja vertauscht. Und weil wir das Minimum von 28 und 39 gewählt haben, passt es hier auch. So, jetzt haben wir hier wieder die Baustelle, ein bisschen anders. Also die Hiebeigenschaft ist erfüllt gegenüber dem linken Nachfolger, aber die Hiebeigenschaft ist nicht erfüllt gegenüber dem rechten Nachfolger. Machen wir wieder dasselbe wie eben. Wir nehmen uns das Minimum von den beiden, die 32, und vertauschen die. So, jetzt könnte natürlich theoretisch noch mit der 41 hier runter, mit linken und rechten Nachfolger, noch irgendeine Verletzung der Hiebeigenschaft sein. Aber es gibt keine Nachfolger mehr. Die 41 ist ein Blatt geworden. Das heißt, die Hiebeigenschaft, die Verletzung haben wir praktisch aus dem Hieb rausgetrieben. Und wenn Sie sich das nochmal anschauen, wir haben jedes Mal nur eine einzige Stelle, wo die Hiebeigenschaft verletzt sein könnte. Hier hat sich nichts geändert, hier nach unten hin hat sich bis jetzt noch gar nichts geändert, wenn wir jetzt nochmal hier am Anfang sind. Wir haben nur hier eine Verletzung mit den beiden Nachfolgern. Hier haben wir es geheilt, hier hat sich nichts geändert, hier hat sich auch noch nichts, überhaupt nichts getan. Wir haben wieder nur hier diese eine Stelle, nur diese eine Stelle. Wir haben nur eine einzige Verletzung im Hieb und diese Verletzung haben wir rausgetrieben aus dem Hieb. Da kann keine Verletzung mehr sein, wenn dieser Knoten, der die Verletzung provozieren könnte, ein Blatt geworden ist. Und wir haben ja gesagt, die Anzahl der Elemente, also die Elemente, der Baum ist voll, 2 Knoten hier, 4 Knoten hier, 8 Knoten, 16, 32, 64 und so weiter, wenn der Baum größer wäre. Das heißt, die Höhe des Baums ist logarithmisch in der Anzahl der Knoten. Und wenn Sie sich das nochmal angucken, was wir jetzt eben gemacht haben, zurück, wir sind auf einem einzigen Pfad durch den Baum durchgelaufen. Das heißt, wir haben nur logarithmisch viele Schritte gemacht in unserer Schleife. Und das bedeutet, die asymptotische Komplexität, das Minimum aus einem Hieb zu extrahieren, aus einer so definierten, so implementierten Prioritätswarteschlange, ist O von log n, im Worst Case. Das ist doch gut, ne? Sie wissen, wie gut es ist, von linear auf logarithmisch runterzukommen. Nochmal zur Erinnerung. 1000 ist ungefähr Logarithmus 10, Million ist ungefähr Logarithmus 20, Milliarde ungefähr Logarithmus 30. Ein großer Fortschritt für die Laufzeit. So, das ist die Struktur. Das haben wir jetzt alles im Baum gesehen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was hier so passiert. Sie sehen die 41 und die 11, die ist hier, werden miteinander vertauscht. Die beiden. Jetzt die 41 wird mit der 28 vertauscht. Die 28 ist hier. So.
Die 41 ist jetzt hier, die beiden vertauscht. Die 41 wird jetzt mit der 32 vertauscht. Die 32 ist hier. Wie finde ich dann jeweils die Elemente? Gehen wir nochmal zurück. So. Für diesen Knoten, wie finde ich die beiden Nachfolger, die 11 und die 31? Na, das ist in dem Fall einfach, das sind die beiden unmittelbaren Nachfolger im Array. Gut, aber das ist natürlich keine allgemeine Regel. Wie finde ich es allgemein? Wo finde ich die Nachfolger von der 11? Die 28, die 39, die finde ich hier und hier. Oder von der 31 finde ich sie hier und hier. Wenn Sie sich mal das Bildungsprinzip anschauen, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, ich habe jetzt hier in dem Array wieder ab Position 1 gewählt, also ich nehme mir ja die dichterische Freiheit, wenn wir nicht gerade Java-Code schreiben, dass solche Arrays nicht unbedingt bei 0 beginnen, sondern bei 1, so wie in der Mathematik. So, von Position 1 die beiden Nachfolger sind 2 und 3, von Position 2 die beiden Nachfolger sind 4 und 5. Von Position 3 die beiden Nachfolger sind 6 und 7 und so weiter und so fort. Das hat ein ganz einfaches Bildungsprinzip. Von 1 sind 2 und 3, von 2 sind 4 und 5. Nämlich für einen Index i sind 2 mal i und 2 mal i plus 1 die beiden Indizes der Nachfolger. Ja? Von 2 auf 4 und 5, von 3 auf 6 und 7. Und so weiter und so fort. So dass wir also gar nicht irgendwie so eine Struktur mit Pointern brauchen, sondern einfach mit den Indizes rechnen können, wenn ich beispielsweise von der 28 wissen will, was sind die beiden Nachfolger. 28 hat die 4, also 5, 6, 7, 8 und 9. Sind die beiden Nachfolger an diesen beiden Indizes. Sodass ich einfach mit ganz primitiven Indexoperationen das hier realisieren kann, jeweils, wenn wir es nochmal im Schnelldurchlauf machen, jeweils den Tauschpartner zu finden und dann eben zu vertauschen. Gut. Das kann man sich nochmal in einer kleinen Variation anschauen. Wir hatten jetzt ein Beispiel, soeben, also ich habe noch nicht alles erklärt, wie Sie sehen, was hier unten ist, da kommen wir noch, zu dem Weiteren kommen wir noch dazu. In dem Beispiel, die 41 ist bis ganz runtergetrieben worden, bis es ein Blatt geworden ist, sodass dadurch die eine Verletzung der Hiebeigenschaft sich erledigt hat. Das kann natürlich auch vorzeitig passieren, je nachdem, wie die Daten da drin sind. Wenn wir jetzt in dem etwas veränderten Beispiel nochmal die 7 extrahieren wollen, hier steht jetzt nicht mehr die 41, sondern 31 mit entsprechend anderen Werten, dann ist hier noch die Hiebeigenschaft verletzt. Wir vertauschen also wieder. Hier ist weiterhin die Hiebeigenschaft verletzt, wir vertauschen also wieder. Und hier ist die Hiebeigenschaft nicht mehr verletzt. Zufälligerweise, weil die beiden Schlüsselwerte hier eben größer gleich der 31 sind. Das heißt, an dieser Stelle hört die Schleife auf. Wir haben also eine Schleife mit zwei Abbruchbedingungen. Entweder, dass wir an einem Blatt angekommen sind. Wie stellen wir das fest? Naja, indem wir zweimal den Index feststellen, dass das größer als die Anzahl der Schlüsselwerte ist, also dass zweimal der Index, ja zweimal die 9 ist nicht mehr im Bereich der Schlüsselwerte oder auch hier zweimal dieser Schlüsselwert ist nicht mehr im Bereich der Schlüsselwerte. Daran stellen wir fest, dass wir an einem Blatt angekommen sind, dass die eine Abbruchbedingung, die andere Abbruchbedingung ist, dass nichts zu tun ist. Also wir sind zweckmäßigerweise hier eine While-Schleife. Gut. Damit haben Sie im Prinzip alles Wichtige gesehen, was notwendig ist, um aus einer Prioritätswarteschlange das Minimum zu extrahieren. Wie gesagt, zu den anderen Punkten hier drin kommen wir dann noch. Jetzt möchten wir in einen
solchen Baum einen neuen Schlüsselwert einfügen. Das kann ein beliebiger Wert sein, ja, mit einer beliebigen Priorität. Ja, es könnte zum Beispiel wie hier eine Aufgabe sein, die wir einfügen, die noch höhere Priorität hat als die höchste Priorität, die wir gerade in der Prioritätswarteschlange haben. Die höchste Priorität hat hier den Prioritätswert 7. Wir wollen jetzt Prioritätswert 6 einfügen. Und wir wissen auch hier wieder ganz genau, wo in der Struktur der neue Knoten eingefügt werden müsste, wenn wir dann hier mit solchen Knoten arbeiten würden, mit so einem echten Baum, nämlich der müsste hier eingefügt werden, damit die Regel erhalten bleibt, die Invariante erhalten bleibt, alle Schichten aufgefüllt, die letzte von links her, sodass wir dann hier hinten die neue 6 einfügen. Gut, machen wir das. Fügen wir die 6 ein und wir haben dasselbe Dilemma wie eben. Die Hiebeigenschaft ist nicht erfüllt, und zwar bei dem Knoten, der unmittelbar davor ist. Wie machen wir das? Naja, genau das Umgekehrte wie eben. Hochgehen, 1, jetzt haben wir wieder das Problem, die Hiebeigenschaft ist nicht erfüllt. Wieder vertauschen, jetzt haben wir hier das Problem, die Hiebeigenschaft ist nicht erfüllt. Wieder vertauschen, und jetzt könnte theoretisch, genau spiegelsymmetrisch zum Extrahieren des Minimums, jetzt könnte theoretisch hier zum Vorgänger wieder die Hiebeigenschaft nicht erfüllt sein, aber es gibt keinen Vorgänger. Auch hier haben wir wieder die Verletzung der Hiebeigenschaft aus dem Baum rausgetrieben, jetzt oben und nicht unten. Und auch hier wieder ist es ganz einfach, jeweils das Element zu finden. Ja, hier. Oder warten Sie mal, da. Hier, was ist der Vorgängerknoten? Der Nachfolger war immer 2 mal Index oder 2 mal Index plus 1. Das heißt, Vorgänger ist die Umkehroperation und das ist die ganzzahlige Division durch 2. Der hier hat Index 10, die 39 hat Index 5. Vertauschen wir. Der hier hat Index 6, nicht Index 6, der hat Index 5, der Vorgänger hat Index 2, ganzzahlige Division durch 2 mit Rest, ergibt 2. Der hier hat Index 2, Index 1 ist ganzzahlige Division durch 2, Rest 1. Auch hier wieder ganz einfache Operationen, ganz einfache Indexoperation. Wenn Sie unbedingt wollen, können Sie die Laufzeit sogar noch verbessern, indem Sie diese Operation in Bitlogik statt wirklich mit ganzen Zahlen implementieren. Aber vermutlich ist das jetzt nicht der Punkt, an dem die Laufzeit Ihres Gesamtprogramms krankt. Das würde mich wundern. Gut, so fügt man prinzipiell ein. Sie sehen, wir haben das hier eben ganz hinten eingefügt und dann hier durchgetauscht. In dem Beispiel wieder war es notwendig, bis ganz oben durchzutauschen, aber im Allgemeinen ist es auch nicht unbedingt notwendig, bis oben hin zu tauschen. Das können wir an diesem Beispiel noch sehen. Wir wollen jetzt die neuen einfügen. Fügen also die neuen hier hinten ein, machen genau dasselbe wie eben, tauschen einmal, tauschen nochmal und stellen fest, hier gibt es keine Verletzung der Hiebeigenschaft mehr. Also vorzeitig beenden. Auch hier wieder eine Weichschleife mit 2 potenziellen Abbruchbedingungen. Entweder, dass wir beim ersten Index angekommen sind oder dass beim Vorgänger keine Verletzung der Hiebeigenschaft mehr da ist. Und auch hier wieder einen Pfad zurück im Baum, das heißt logarithmische Komplexität. Und es ist eine einzige Verletzung der Hiebeigenschaft jeweils im Baum. Und wir haben diese Stelle, wo diese Verletzung ist, immer in der Hand. Gut, damit haben wir die 2 Basisoperationen erst einmal geklärt. Nämlich das Element mit höchster Priorität zu extrahieren, das war das erste. Und jetzt ein Element mit irgendeiner Priorität einzufügen, das war jetzt das zweite. Jetzt gibt es aber noch
Warten Sie mal ganz kurz noch mal was zum Einfügen. Vielleicht ganz kurz noch mal, wie man sich das Ganze abstrakt vorstellen kann. Sie finden das, den Begriff Priority Queue, Prioritätswarteschlange. Bounded bezieht sich darauf, dass wir vorher festgelegt haben, wie viele Schlüsselwerte maximal in einem Array drin sein können, drin sein dürfen. Also mehr dürfen Sie nicht einfügen. Oder Sie müssen halt eine entsprechende Behandlung machen, dass das Array dann bei Bedarf vergrößert wird, durch ein größeres ersetzt wird oder wie auch immer. So, Sie haben jetzt hier Operationen einfügen, wo Sie einen Schlüsselwert einfügen. Sie haben eine Löschoperation, wo Sie nicht als Parameter eingeben, welchen Schlüsselwert Sie löschen wollen, sondern Sie haben eigentlich gar keine Eingabe, gar keinen Parameter, sondern bekommen automatisch den kleinsten Schlüsselwert im Baum zurück. Und diese Methode haben wir noch nicht besprochen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Und dazu sage ich gleich noch was, wenn wir diese Methode besprochen haben. Nehmen wir das noch mal kurz zurück. Ach so, warten Sie mal, ich habe diese Methode. Die Methode ist mir durch die Lappen gegangen. Wie machen wir das jetzt erst? Die haben wir jetzt gerade gar nicht da. Heap as array decrease key. Sie sehen, es hat sich so einiges dabei gesammelt. So, fängt es wieder an zu. Fängt der Beamer wieder an zu spinnen. Mal gucken, ob Vollbild damit wieder funktioniert. Reinste Magie. Gut. Wir haben noch eine Operation da drin, neben den beiden, die wichtig ist für diverse Algorithmen, in denen Prioritätswarteschlangen benötigt werden, unter anderem in den beiden Algorithmen, die wir dann noch in der AOD betrachten werden. Und das ist die Methode Decrease Key. So wie es aussieht, scheinen sich die Beamer jetzt doch nicht vollständig berappelt zu haben. Und zwar folgendes. Und da kommt dann auch noch ins Spiel, was wir hier noch nicht besprochen haben. Die Datenstruktur ist ein bisschen für die beiden Methoden, die wir bisher betrachtet haben, das Minimum zu extrahieren und ein Element, einen neuen Schlüsselwert einzufügen, würde es voll und ganz ausreichen, wenn wir hier dieses Teilarray hätten, Schlüsselwerte an den entsprechenden Indizes gespeichert. Das ganze Brimborium, was Sie noch drumherum sehen, ist nur notwendig, damit man auch diese Methode oder ähnliche Methoden noch realisieren kann, und zwar mit logarithmischer Komplexität, das ist wichtig. Und zwar geht es um Folgendes: Es passiert öfters mal, dass eine Aufgabe plötzlich, dass deren Priorität steigt. Zum Beispiel, weil sie zeitlich dringender geworden ist, weil sie so langsam ans Ende ihrer Frist, ihrer Abgabefrist kommt oder sowas nicht. Das kennen Sie aus Ihrem Studium, dass die Prioritäten einzelner Aufgaben plötzlich steigen, so gegen Ende irgendeiner Frist oder so etwas. Eben ausgedrückt dadurch, dass dieser Wert reduziert wird. Und das können wir an einem Beispiel sehen, dass die 32 ersetzt wird. Wo ist die 32 hier? Die soll, die Aufgabe, die jetzt Prioritätswert 32 hat, soll dann Prioritätswert 3 haben. Also extrem hohe Priorität. So, jetzt könnte man natürlich hergehen und
das ganze Array durchsuchen hier, bis man die 32 irgendwo gefunden hat. Wir wissen ja nicht, wo die ist. Hat natürlich das Problem, dass wir dann wieder beim linearen Aufwand angekommen sind. Denn potenziell müssen wir das ganze Array durchsuchen. Wir wollen aber, wir haben jetzt so viel daran gearbeitet, dass wir logarithmischen Aufwand haben für die beiden ersten Operationen. Und wir möchten diese wichtige Operation natürlich dann auch so implementieren, dass sie nur logarithmische Komplexität hat. Wie machen wir das? Gut. Das machen wir, indem wir beim Einfügen noch etwas mehr machen als nur das Element einzufügen und das alles so reparieren, sondern wir geben noch eine ID zurück. Jedes einzelne Element hat eine ID. Jeder einzelne Schlüsselwert, jede einzelne Aufgabe da drin hat eine ID, die eindeutig ist. Das ist ja der Sinn einer ID. Und diese ID wird beim Einfügen als Rückgabewert zurückgeliefert. Das heißt, das Programm, was diese Prioritätswarteschlange verwaltet, kann jetzt außerhalb der Prioritätswarteschlange diese ID mit der Aufgabe zusammen verwalten. Und wenn sich jetzt die Priorität dieser Aufgabe verändert hat, dann kann sie diese ID reingeben in die Methode DecreaseKey als Parameter, um dann diesen Schlüsselwert anzusprechen. So, diese ID ist einfach eine der Positionen in diesem Array. Gehen wir vielleicht nochmal zurück. Noch ein kleines bisschen zurück. Hier beim Einfügen. So, ganz zurück zum Einfügen. Wir wollen die neuen einfügen. Diese Indizes sind schon vergeben. Zufälligerweise jetzt sind da die Werte 1 bis 9 drin, aber das hat nichts im Allgemeinen zusammen. Hier können, werden wir auch gleich sehen, hier können beliebig die Werte verstreut sein. Die nächste Position, die hier in diesem Array, der nächste Index, der hier frei ist, ist der. Und diese Position, die wird durch Insert zurückgeliefert. Und die Semantik ist folgende. An diesem Index steht immer der Index, wo dieses Element, dieses neu eingefügte Element ist. Das können wir uns gleich jetzt, wenn wir beim Einfügen nochmal schauen, können wir gleich nochmal verfolgen. Wir haben es ganz hinten eingehängt, also steht hier eine 10. Jetzt vertauschen wir, also steht jetzt hier die 5 drin. Und hier, nochmal zurück, von dem Element hier, was an Position 5 ist, was wir vertauschen, da steht jetzt eine 10 drin. Hier steht eine 5, weil das Element, das diesen Index hier als ID hat, jetzt an Position 5 hier oben steht. Und genauso das Element, das die ID 5 hat, das steht an Position 10 hier. Und Sie sehen, das geht dann wild durcheinander. Jetzt hier das Element, das die ID 5 hat, 1, 2, 3, 4, 5, das steht weiterhin an Position 10. Das Element, das die ID 2 hat, steht jetzt an Position 5. Das Element, das die ID 10 hat, steht an Position 2. Das heißt also, wenn ich später auf ein Element zugreifen will, wie wir es gleich mit DecreaseKey hier nochmal sehen werden, dann nehme ich mir die ID, zum Beispiel die ID 10, weil ich bei Insert die 10 zurückbekommen habe, gucke nach, welche Position steht hier. Aha, das ist das Element. So, damit ist hoffentlich geklärt, was die Semantik dieser Werte hier in diesem Array drin ist. Das Problem ist natürlich, wie kommen wir von hier nach da unten. Wenn ich jetzt diese zwei Werte vertausche, woher weiß ich denn, welche zwei Indizes
ich da, welche zwei Komponenten ich in diesem unteren Array vertauschen muss. Dafür schleppe ich hier noch die ID mit. Ja? Element 9 hat die ID 10, das heißt, wenn ich Element 9 verschiebe, woanders hin verschiebe, muss ich das dementsprechend an Position 10 ändern. Dieser Schlüsselwert 11 hat die ID 2, das heißt, wenn ich die Position der 11 hier durch Vertauschen verschiebe, muss ich entsprechend an der Stelle 2 den Wert ändern. Und genau das passiert, hier an Position 9 und 39, diese beiden Werte sollen vertauscht werden, sind an den Positionen 10 und 5, also müssen hier an den Positionen 10 und 5 diese beiden Werte vertauscht werden. Ja, wir haben eine hin und her Querverweise ausgedrückt durch Indizes der Arrays. Diese Werte hier drin brauchen wir, um mit einer ID auf den entsprechenden Komponente hier im Array zuzugreifen, und hier brauchen wir die ID drin, um zu wissen, wo wir hier unten zugreifen müssen. Damit ist jetzt diese ganze Struktur mit allen Details erklärt und wir können jetzt dazu übergehen, wo hatten wir das? Decrease Key. Können das jetzt gucken, uns anschauen, wie es mit Decrease Key eigentlich aussieht. Also nochmal dasselbe Beispiel. Wir ersetzen die 32 durch die 3, das heißt, es geht um diesen Wert, der hier ID 9 hatte. Das heißt also, als die 32 eingefügt worden ist, Entschuldigung, wurde ihr dieser Index in diesem Array zugewiesen, wo dann immer die Position drin steht, und das ist dann natürlich nochmal hier gespeichert, die 9. So, das heißt, die Decrease Key geht her, aha, hier steht eine 9 drin, da ist die 32, die soll durch die 3 ersetzt werden. Haben wir hiermit gemacht, die 32 ist durch die 3 ersetzt. Jetzt haben wir wieder das typische Ärgernis, dass die 28, der unmittelbare Vorgänger, nicht mehr stimmt, die Hiebeigenschaft ist nicht erfüllt, tauschen wir aus. Und genauso wie bei den anderen beiden Methoden haben wir hier dieses Wechselspiel, das ich eben erklärt hatte, zwischen den beiden Komponenten hier, tauschen wir aus und jetzt ist die Hiebeigenschaft, so wie beim Einfügen eines neuen Schlüsselwertes, rausgetrieben worden aus dem Array. Das Ganze geht natürlich auch wieder wie beim Einfügen, dass es potenziell vorher, schon bevor die Verletzung der Hiebeigenschaft bei der Wurzel angekommen ist, dass es vielleicht vorher schon keine Verletzung mehr gibt, ist dasselbe wie beim Einfügen. So. Und dann nochmal auf das, was wir da eben hatten. So, jetzt sehen wir das ganze Bild. Beim Einfügen kriegen wir eine ID zurück. Beim Manipulieren des Schlüsselwertes geben wir die ID als Parameter rein. Den Schlüsselwert nicht, sondern diese ID. Und darauf, also den neuen Schlüsselwert, den neuen Prioritätswert geben wir natürlich ein, und daraufhin kann diese Blackbox den richtigen Schlüsselwert finden und den durch den neuen Schlüsselwert ersetzen. So. Wie verwalten wir diese IDs? Also ich habe ja gesagt, wir haben immer eine eindeutige ID. Wann immer wir ein neues Element einfügen, einen neuen Schlüsselwert einfügen, wird diese Insert-Methode die ID zurückliefern. In den Beispielen jetzt erst war das einfach so, dass das Array hinten am Array noch ein neue Komponente
betrachtet wird. Aber das, wenn Sie sich jetzt vorstellen, das geht natürlich nicht auf Dauer gut. Ja, Sie haben einen Riesenhaufen von Einfüge- und Löschoperationen, beliebig wild durcheinander, nur mit der einzigen Einschränkung, dass niemals die vorgegebene Anzahl von Knoten überschritten wird. Aber ansonsten beliebig wild einfügen, löschen. Und natürlich auch die Vorgabe, dass aus einem leeren Heap kein Element gelöscht wird, versteht sich. So, wie verwalten wir solche IDs? Wir können nicht einfach immer und immer wieder das am Array eine neue Komponente einrichten, hinten ran, weil ihr Array ist 1000 groß und sie haben wild durcheinander eine Million Einfüge- und Löschoperationen. Sie können nicht jedes Mal eine neue ID verwenden. Sie müssen also IDs recyceln. Und dafür gibt es eine Standard-Implementation. Sie verwalten zusätzlich eine lineare Liste oder etwas Vergleichbares und die Information in jedem Element der linearen Liste ist jeweils eine der Stellen, die gerade frei ist. Das kann eben durch Einfüge-Lösch-Operationen beliebig wild werden. Und die Logik ist jetzt einfach die, wenn eine neue ID benötigt wird durch ein neues Insert, durch ein neues Einfügen, dann wird beispielsweise das erste Element der Liste hergenommen, rausgenommen aus der Liste und an dieser Index ist die ID. Also was hier mit Pfeilen angedeutet ist, ist, dass da natürlich nur der Index jeweils steht. Es macht keinen Sinn, da jetzt wirklich Pointer oder was zu haben. Dieser Index wird dann zurückgeliefert als ID und dort werden dann Informationen für das neue Element gespeichert. Wenn jetzt ein Element gelöscht wird, dann wird entsprechend umgekehrt ein Element rangehängt. Vorne vielleicht, ist eigentlich egal wohin. Vorne haben wir gesehen, ist immer am einfachsten zu implementieren. Und der speichert als Information dann die ID, die gerade frei geworden ist. Die ID des Elements, das gelöscht worden ist. Das hängt ja an dem Element dran. Am Index 1 im Hauptarray können wir ablesen, welche ID das war, die jetzt frei geworden ist. Und so haben wir eine kleine Verwaltung dieser IDs gebastelt, die immer funktioniert, solange garantiert ist, dass die Anzahl der Schlüsselwerte, die wir reinspeichern wollen, nicht größer ist als die vorgegebene. Und das Array ist eben dementsprechend groß. Gut, damit ist die Datenstruktur Heap soweit erklärt. Gibt es von Ihrer Seite aus dazu konkret Fragen, Anmerkungen zu dieser Datenstruktur? Bitte? Ja, ich will lineare Laufzeit verhindern. Das ist richtig. Und beim Decrease Key, wenn Sie sich das nochmal anschauen, wir sind ja genauso wieder nur einen Pfad durch die Struktur durchgegangen. Sehen Sie irgendwo ein Problem damit, dass es nicht logarithmisch bleibt? Was habe ich angedeutet? Entschuldigung. Gut, also die Behauptung, hinter der ich stehe und hinter der die ganze Informatik steht, ist, dass alle drei Methoden mit dieser Implementation tatsächlich asymptotische Komplexität logarithmisch haben. Weil das, was hier noch drin passiert, das ist ja auch konstante Komplexität bei jedem Einfügen, bei jedem Löschen eines Elements. Das ist natürlich dominiert durch logarithmische Komplexität. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, wir werden, wie gesagt, in zwei Algorithmen darauf zurückkommen, wo wir diese Prioritätswarteschlange dann einsetzen werden. Hier machen wir erstmal mit Datenstrukturen noch weiter. Ich hatte Ihnen das ja auch geschrieben, dass als nächstes dann Hash-Tabellen betrachtet werden. Ja. Also ich habe nicht am Licht rumgespielt. Ich spiele weiterhin nicht am Licht rum.
Ich habe keine Ahnung, kann ich es dann wenigstens jetzt wieder nachträglich? Licht alles aus, genau. Was war denn vorher? Wahrscheinlich Vorlesung. So war es vorher, oder? Also nochmal für die Zuhörer und Zuschauer von der Aufzeichnungen, als ich eben in den Vollbildmodus gegangen bin, ist das Licht im Saal ausgegangen. Aber es ließ sich tatsächlich wieder mit dem Touchpad, mit der Saaltechnik dann wieder anschalten. Na gut. Okay. Da soll man nicht sagen, die Vorlesung wäre nicht unterhaltsam. Sogar für den Dozenten. Gut, worum geht es hier? Hash-Tabellen. Das ist wiederum die Standarddatenstruktur beispielsweise für Sachen wie Wörterbücher. Ja, was ist ein Wörterbuch? Sie haben einen Schlüssel, das ist das Wort, das Schlagwort, und Sie haben eine Information dazu. Und Sie wollen in das Wörterbuch als Blackbox dieses Wort als Schlüsselwert eingeben und wollen die Information dazu zurückbekommen. Beziehungsweise die Information zurückbekommen, dass dieses Schlüsselwort nicht in diesem Wörterbuch drin ist. Ja? Eine sehr, sehr häufige Situation, was Sie möglichst schnell machen wollen, mit möglichst wenig Laufzeit. Ja? Denken Sie auch an Studierendenstammdaten. Eingegeben wird als Schlüsselwert, als eindeutige ID die Matrikelnummer und zurückgegeben werden sollen vom System die Studierendenstammdaten oder in TUKAN die Prüfungsdaten oder was auch immer. Oder Bankkonto. Eingegeben wird als Schlüsselwert die Bankkontonummer und zurückgegeben werden sollen dann entsprechende Informationen zu diesem Konto. Ja? Eine ubiquitäre Aufgabe der Informatik, so etwas möglichst schnell zu realisieren. Mit möglichst wenig, also nicht möglichst schnell im Sinne von möglichst wenig Arbeitsaufwand für den Softwareentwickler, sondern möglichst schnell im Sinne von die Antwortzeiten sollen möglichst kurz sein. Echtzeit. Und das ist die Standarddatenstruktur, die Sie auch in jedem, denke ich, Datenbanksystem der Welt finden und in vielen, vielen anderen Systemen auch. Das ist das, was man in so einem Fall einfach implementiert. Auch hier wieder, es gibt viele, viele Variationen davon. Man könnte eine ganze AOD füllen, allein mit, also die ganze Vorlesung, das ganze Semester natürlich allein mit den verschiedensten Variationen von Hash-Tabellen, macht natürlich keinen Sinn. Aber das, was ich Ihnen hier versuche, als Verständnis zu vermitteln, sollte ausreichen, um dann jede beliebige Variation zu verstehen. So, auch hier wieder. Hier haben wir jetzt, was sind die Besonderheiten bei einem Wörterbuch, so einem Wörterbuchbeispiel? Eine Besonderheit ist, dass wir auch wieder vorher wissen, wie viele Schlüsselwerte wir haben werden, wenn wir das Wörterbuch aufbauen. Machen wir uns zunutze für die Effizienz, für die Laufzeit, indem wir von vornherein ein Array einrichten, was groß genug ist. Und hier machen wir es anders als eben. Beim Heap. Hier richten wir uns ein Array ein, das deutlich größer ist, als wir es eigentlich brauchen. Ja, eben haben wir uns ein Array eingerichtet, das gerade so groß ist, wie wir es brauchen. Das ist okay, da gibt es keinen Grund, das anders zu gestalten. Hier macht es sehr viel Sinn, uns ein Array einzurichten, das viel größer ist, als wir es brauchen. Damit wir zu den vernünftigen Laufzeiten bekommen, ist die Erfahrung, dass wir mindestens 10% mehr spendieren sollten, als wir tatsächlich an Schlüsselwerten haben werden. Wenn es geht, nehmen Sie das Zehnfache von dem, was Sie an Schlüsselwerten brauchen. Also wenn Sie ein Wörterbuch mit 50.000 Wörtern haben und Sie haben die Speicherkapazität für 500.000, dann nehmen Sie 500.000. Je größer das Array wird im Verhältnis zu der Anzahl der Schlüsselwerte, die Sie dann reinspeichern wollen, umso besser wird die Laufzeit sein. Warum? Weil wir hier jetzt ganz anders vorgehen als alles, was Sie bisher gesehen haben. Wir überspringen das nochmal, die Formeln, gucken uns jetzt hier in den letzten paar Minuten nur ein paar bunte, gefärbte Bilderchen an. Der einfache Fall ist, Sie haben englische Wörter als Schlüsselwerte, hier Key,
und als Information dazu die deutsche Übersetzung. Ja, also das ist nur ein einfaches illustratives Beispiel, versteht sich. So, Sie haben eine Funktion F1, die Ihnen für diesen Schlüsselwert Apple einen dieser Werte zuordnet im Array. Wie gesagt, mindestens so groß, wie die Anzahl der Schlüsselwerte, die Sie speichern wollen, sein wird. Aber es ist absolut eine gute Sache, sehr viel mehr, das Array sehr viel größer zu dimensionieren. Und irgendwo da wird Ihnen diese Blackbox, die erste Funktion, sagen, wo der Apple hingehört. Das nächste ist dann Orange. Und diese Funktion F1 gibt Ihnen dann hierfür auch wieder irgendeinen Index her, wo Sie dann diese Orange mit der deutschen Übersetzung Orange als Information abspeichern. So, das geht natürlich nicht immer gut. So intelligent ist diese Blackbox auch nicht, diese Funktion F1, dass sie da einfach darauf vertrauen können, da wo F1 ihre Birne hintut, da wird schon Platz sein, sondern die ist eher relativ, naja, dumm würde ich jetzt nicht sagen, schon einigermaßen smart, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, aber eben nicht so smart, dass das garantiert immer ohne Kollision abgeht. Also hier ist schon besetzt, da haben wir den Apfel, glaube ich, hingesetzt. Hier schlägt die Funktion F1 wieder vor, die Birne hinzutun, geht nicht. Was machen wir? Wir machen eine Ausweichstrategie. In diesem Beispiel eine sehr einfache Ausweichstrategie, nämlich eins weiter zu gucken. Und wenn hier noch nicht besetzt ist, dann packen wir da die Birne hin. Wir werden sehen, es gibt auch komplexere Ausweichstrategien, die dann auch bessere Antwortzeiten liefern werden als diese einfache Ausweichstrategie, einfach das nächste zu gucken. Machen wir ganz kurz nur weiter. Der nächste Vorschlag ist hier für die Banane, ist hier hin zu, also das hier ist deterministisch, ja. Also wenn ich Banane eingebe, dann kommt garantiert, egal wie oft ich Banane eingebe, von F1 kommt garantiert immer dieser Index heraus. Die Aprikose vielleicht hier hin. Hier mit der Pflaume gibt es wieder eine Kollision. Nächste Stelle geschaut, die ist vakant, also packen wir da die Pflaume hin. Sollte hier eine Kollision sein, dann wäre die nächste Stelle natürlich ganz vorne. Das ist, glaube ich, in dem Beispiel nicht drin. Und so können wir so nach und nach füllen mit allem Möglichen. So. Und der Gag daran ist, das ist vielleicht so ein bisschen schon deutlich geworden, das werden wir dann beim nächsten Mal vertiefen. Der Gag an der ganzen Sache ist, wenn es keine Kollision beim Einspeichern gab, müssen wir einfach nur F1 aufrufen und haben das Element sofort gefunden. Wir müssen nicht von vorne bis hinten durchgehen oder von hinten bis vorne. Wir haben auch keine wir müssen auch nicht irgendwie mit binärer Suche oder sowas. Einmal Auswertung von F1 und wir haben das Element gefunden. Wenn es dort eine Kollision gab, gucken wir eben weiter, wo dann die Einfügeoperation als nächstes gesucht hätte, um die Kollision, um einen neuen, noch freien, noch eine vakante Stelle zu finden. Und wenn es da ist, prima. Und wenn nicht, noch eins weiter und noch eins weiter, bis wir entweder auf eine Leerstelle gekommen sind, oder wir haben das Element, was wir suchen, gefunden. Wenn wir auf eine Leerstelle gekommen sind, wissen wir, das Element kann nicht drin sein, denn wenn es eingefügt worden wäre, wäre es dort an dieser Leerstelle eingefügt worden. Das ist die ganze Idee dabei, dass man mit möglichst wenigen Versuchen, mit möglichst wenigen Indexsuchen, das Element wiederfindet, was man eingespeichert hat, beziehungsweise feststellt, dieses Element ist gar nicht eingespeichert worden. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal damit befassen, wie müssen solche F1, F2, solche Funktionen aussehen, damit die Antwortzeiten wirklich extrem gut sind, damit wirklich das am Ende herauskommt, was wir hier wollen, nämlich mit möglichst nur einem Zugriff oder seltener mal mit zwei Zugriffen, ganz selten mal mit drei Zugriffen und so weiter.
jedes Element wiederfinden, beziehungsweise die Information entdecken, dass dieses Element nicht drin ist. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das Bemühen, nicht einzuschlafen, trotz der frühen Tageszeit. Es ist mir nicht entgangen, dass nicht wenige Leute schon vor Beginn der Vorlesung mehr oder weniger am Einschlafen waren, sodass ich glaube, dass ich nicht allein schuldig bin, falls Sie jetzt in der Vorlesung eingeschlafen sind. Dann wünsche ich Ihnen dann noch einen frischeren Rest des Tages, als jetzt hier diese Tageszeit bieten konnte. Und bis zur nächsten Woche.